Gedanken haben, wenn das also wirklich also deutlich und autoritativ, ich sage autoritativ, das ist was anderes wie autoritär, autoritativ im gesellschaftlichen Bewusstsein verbreitet würde. Das heißt, wenn alle, die da was gelten und wenn die Medien, die das transportieren, also diese, die Bewusstheit über die Gefahrensituation, in der wir uns befinden, wenn das schon kenntlich wäre, dann hätten wir bereits eine andere Situation. Dann wäre wahrscheinlich der Konflikt um die Umsteuerungsfrage bereits reif, ähnlich wie man das weiß aus Polarexpeditionen, etwa wenn man dort weiß, der Weg ist länger als berechnet war und der Proviant wird knapp. Man entscheidet sich dann für bestimmte Maßnahmen, die nicht gleich allen gefallen, die aber doch akzeptiert werden, weil man den Zusammenhang erkennt. Und das hat genau mit dem zu tun, was Ernst Ulrich von Weizsäcker in seiner Erdpolitik das Diktat der Ökologie genannt hat, das heißt des Themas, nicht das Diktat von Ökokraten, das ist nicht der Punkt, sondern dass man sich, das ist eigentlich das Ding, dass man sich über das Diktat der Zustände klar sein müsste und dann würde es weitergehen.